Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. So, in der letzten Folge haben wir unseren letzten Begleiter für das Hauptspiel jedenfalls mit aufgenommen. Und sie wollen wir jetzt ausrüsten, weil wir sie mal ein bisschen mitnehmen wollen, statt Alof. So, sie kriegt einen Kriegsbogen. Mal kurz gucken, was kann sie eigentlich durch Waffenschwerpunkt? Mordaxt, Panzerbrecher, Streitfegel, Zauberstab und Kriegsbogen. Da will ich hin. Hatten wir nicht eine gute Mordaxt? Okay, was gibt es Schlimmeres als eine trauernde Mutter mit einer Mordaxt bewaffnet? So, sie trägt einen Gambason. Dann gucken wir mal, haben wir was etwas Besseres für sie? Das ist zu schwer, das ist zu pilzig. Schuppenpanzer? Nee. Geben wir ihr den hier. Die Lederrüstung. Intellekt plus 2 für den Hals. Ja, und sonst haben wir nichts für sie. Vielleicht höchstens noch Tränke und Zauberrollen. Nehmen wir den mal raus. Nehmen wir den Feuerball mal raus. Ausdauer und Regenerationstränke brauchen wir erstmal nicht. Na, nehmen wir noch einen Blitz. Ja, irgendwer hat schon gesagt, ich rüste ständig Tränke und so aus, aber benutze sie nicht. Ja, vergesst da meistens irgendwie mal drauf. So. Jetzt haben wir die trauernde Mutter und damit Traum und Erinnerung. Ich traf auf eine merkwürdige Frau, die ich nur als die trauernde Mutter kenne. Sie ist ein mächtiges Medium, das sich vor den Augen anderer verschleiert. Obwohl wir durch unser beider Verstand eine starke Verbindung haben, weiß ich kaum etwas über sie, geschweige denn, woher sie kommt. Als ich die trauernde Mutter zum ersten Mal unterwegs traf, wohnte ich in einem Traum oder war es eine Erinnerung der Geburt eines Kindes bei. Vielleicht kann mir die trauernde Mutter selbst erklären, was ich da gesehen habe. So, da können wir Dürfurt verlassen. Nee, stehlen wollen wir nicht. Das ist der Waffen- und Rüstungsladen. Hier sind nur überall Dörfer. Noch ein Wachposten, der Dörfler befragt. Ah, hier ist Rumbald mit seinen Ferkeln. Gerne wenn sein Verfluch für solche Monster und der Rest der Götter gleich mit. Von einem zerstörten Pferch läuft der Mann wütend auf und ab. Sein verwittertes Gesicht ist verzerrt vor Zorn. Er wird so von seiner Wut eingenommen, dass er dich gar nicht zu bemerken scheint. Bei Wellerwinds greifendem Biest ein verdammtes Drecksbildnis, dreimal verdammte Salzschlampe mit ihren glitschigen. Was ist passiert? Du sollst wirklich darauf achten, was du sagst. Pass auf, wohin du gehst, du elender Narr. Das ist wahrscheinlich nicht der beste Weg, zu den Göttern zu beten. Bisher haben sie mir ja einen tollen Bärendienst erwiesen. Schau dir nur dieses Durcheinander an. Mein Pferch ist ruiniert und bis auf ein paar Mal Ferkel ist alles weg.
Wovon redest du? Beruhige dich und erzähl mir, was passiert ist. Wenigstens bist du noch in einem Stück. Das ist auch etwas, wofür man dankbar sein sollte. Jetzt habe ich aber genug von deinem rüden Ton, Bauer. Beruhig dich. Er beißt sich auf die Unterlippe und schließt seine Augen. Seine Nasenflügel blähen sich mit einem schnellen, wütenden Atemzug auf. Meine Alte sagt mir immer, dass ich mein Temperament unter Kontrolle halten soll. Einfach tief einatmen und bis 10 zählen. Er seufzt. Vor nicht allzu langer Zeit ist ein Oger in die Gegend gezogen. Die Leute haben ihn und seine Spuren ab und zu im Wald gesehen, aber er schien sich vom Dorf fernzuhalten. Zumindest dachten wir alle das, bis er sich meine Schweine geschnappt hat. Es haben alle Angst, dass er Appetit auf Gestandene bekommt, sofern er den nicht schon hat. Was möchtest du jetzt unternehmen? Deine Schweine sind längst fort, du musst es hinter dir lassen. Hast du gesehen, wie der Oger deine Schweine raubte? Sag mir, wie ich dir helfen kann. Hast du es gesehen? Wer sonst hätte meinen Pferd zerstören und mit meiner Herde abhauen können? Und gleichzeitig ruft der Rest des Dorfes im Wald nach einem 3 Meter großen Monster. Ich weiß, dass ich meine Schweine nicht mehr retten kann. Dieses Ding, einen Kopf kürzer gemacht zu sehen, würde mich aber trotzdem beruhigen. Wenn du mir seine hässliche Birne bringst, werde ich sogar da etwas dafür eintauschen, für das ein Bauer wie ich viel weniger Verwendung hat als so eine Krawallmacherin wie du. Was weißt du über den Oger? Oh, er wird sich von den anderen bestimmt nicht unterscheiden. Ein großer hässlicher Hurensohn mit cholerischem Temperament und einem Hunger, der seinesgleichen sucht. Trigel könnte dir mehr über ihn erzählen. Er behauptet, ihn im Wald gesehen zu haben. Du kannst ihn in seinem Laden direkt neben dem eingeschützten Turm finden. Brauchst du sonst noch was? Hast du irgendeine Spur von Elis Harrond gesehen? Seine Hände ballen sich zu knorrigen Fäusten. Wie oft muss ich mich denn noch wiederholen? Ich habe diesen herumspionierenden Wächtern doch schon gesagt, dass ich sie nicht gesehen habe. Aber das hat sie nicht davon abgehalten, auf meinem Grund und Boden herumzuschnüffeln. Dann gehen wir mal lieber. Vielleicht ist er hilfsbereiter, wenn wir ihm den Oger entsorgen. Rumbold, ein Schweinebauer in Dürfurt, sagt mir, ein Oger hätte sich mit seiner Herde davon gemacht. Er möchte den Oger tot sehen und will, dass ich ihm seinen Kopf bringe. Rumbold erwähnte, dass der Oger in der Gegend von Dürfurt gesehen worden wäre. Aber er war sich nicht ganz sicher, wo er lebt. Rumbold informierte mich, dass Tyrgil etwas über den Verbleib des Ogers wissen könnte. Sein Laden befindet sich vor einem zur Hälfte eingestürzten Turm. Also ja, es geht ja hier oben noch ein Stück weiter den Weg, wenn man so sieht. Und ja, meistens sind halt die Wege eingezeichnet ein bisschen. Also hier Estern von Goldtal, die Straße über den Esternwald nach Redriks Festung oder auch die Straße zu den Schwarzauen, Markrans Gabelung, ist alles eingezeichnet eigentlich, auch die Mattmarbrücke. Selbst hier an den Waldebenen sieht man ganz schwach den Weg zur Edelwannbrücke. Also geht es schon noch weiter. So, dann fangen wir mal hier oben an. Mit Good Madred. day to you. Er zu einem langen Grashalm. Hast du Niffe schon gefunden? Ich würde gerne von hier verschwinden. Ich kann leider nicht während deines Dialogs Quicksave machen. Wir könnten lügen. Sie hat sich hinten aus der Schenke hinausgeschlichen und ist nach Norden gegangen. Ja, und ich habe sie gehen lassen. Lügen wir mal. Er sieht dich mit zusammengekniffenen Augen an und zieht den Grashalm in seine franzigen Streifen auseinander. Ach, tatsächlich, und woher weißt du das denn? Der Schankwirt hat es mir gesagt. Er meinte, die Bettlaken hingen aus dem Fenster. Sie wird nicht weit kommen. Er grinst und gibt dir einen Münzbeutel. Du warst eine große Hilfe. Mein Auftraggeber im Haus Dommel lassen dir ihren Dank ausrichten. Er wendet sich seiner Gruppe zu. Lass uns gehen. So, Katz und Maus ist abgeschlossen. Bin ich jetzt täuschend geworden? Ja.
Hier hätte ich einen Quicksave machen sollen. Und das wäre der hier. Weil das ist ein bisschen gemein. Dass man so vertäuschend ist, wenn man Notlügen nimmt, um nicht Blutbäder zu provozieren. Absolut. Ach ja, jetzt muss ich sie nochmal ausrüsten. Das ist auch doof. Ja, Gegenstandstyp. Ich hätte gerne die hier. Und ich hätte gerne den hier. Dann hätte ich gerne noch die Lederrüstung. Und das Horn. Feuerball, Blitz. Bewegungseifer. Ach, warum nicht auch noch eine Schriftrolle des Schutzes? Von denen hat Kana E2 schon. Das noch um den Hals. Schriftrolle, Schriftrolle. Trank, Trank. Überall hätte dieses Mädchen verloren gehen können, aber nein, ausgerechnet hier muss es passieren. Ja. Klicken wir uns hier nochmal durch. Ja. Hast du gesehen, wie der Oger? Haben wir gefragt. Was weißt du über den Oger? Ja, gut. Not eines Bauern. So, dann machen wir hier einen Quick Save. Für den Fall, dass es gleich unschön wird. Yes. How do you do? Ja, ich habe sie gehen lassen. Madrid zieht seine Klinge. Keine Sorge, ich werde schon zu ihr aufschließen, gleich nachdem ich mich um dich gekümmert habe. So, was können wir mit ihr denn so machen, was böse ist? Einfach mal Puppen spielen. Oh, das hat sogar geklappt. So, die verbubte Frau ist jetzt wieder normal geworden. Ach ja, und ihre KI sollten wir noch auf defensiv einstellen. Need something? Seine ist schon. Nee, seine ist auf Selbstverteidigung. Hä? Defensiv. I'm here. Defensiv. Defensiv. I'm here. Hey. Ja? Dich haben wir jetzt gerade auf defensiv. Du bist auf defensiv. Gut. So, was sagt die Quest? Oh, wir haben ehrlich dafür gekriegt. Oder waren wir schon ehrlich auf 3? Ah, was sagt die Quest? Angebot und Nachfrage? Nein. Das war, glaube ich, hier Katz und Maus.
Ich erzählte Nifre, wo Medriff wartete, damit sie entkommen konnte. Medriff war darüber nicht sehr glücklich. At once. Ja, jetzt kommt sie wenigstens dann komplett davon. So, am Berat-Tempel steht die Tür offen. Gucken wir mal, was wir hier so an netten Ausrüstungsgegenständen kriegen. Und wie sieht's in meiner Burg aus? Hauptsächlich hier wollte ich gucken. 18 Stunden, da sind die Türme fertig.